Jetzt bei mir Mono und Nikita, Mann. Die haben gerade den goldenen Abschluss der Hanfparade 2015 gemacht. Ihr beiden, wie fandet ihr denn euren Auftritt erstmal? Es hat voll Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen chaotisch reingepurzelt, weil nix Mikro nicht an war. Ja, war ein bisschen chaotisch und so und lustig, aber auf jeden Fall eine Hat sehr voll schöne Spaß Show. gemacht. Die Stimmung war super, die Leute waren gut und es ist halt ein herrlicher Sommer einfach und es ist schön, dass wir hier so draußen chillen können, alle auf der Prachtmeile. Ja, die Demo setzt sich ja mit dem Thema Cannabis auseinander, in allen Formen, sprich für Medizin, als wichtiger Rohstoff, als Genussmittel. Wie steht ihr denn so privat zum Thema Legalisierung? Ich bin natürlich auf jeden Fall für die Legalisierung und es gibt so viele Argumente dafür und es ist eigentlich ein Wunder oder kaum noch zu halten, dass es ja, dass Cannabis THC halt immer noch verboten ist und ich glaube, es bewegt sich aber auch gerade so viel. Natürlich auch mit Hilfe von so einer Aktion wie die Hanfparade, irgendwie die jahrelang einfach daran festhält, Sachen zu organisieren. Und man merkt jetzt ganz langsam mahlen die Mühlen der Politik, aber es bewegt sich was und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Legalisierung bald durch ist. Ich persönlich bin auch für die Legalisierung, obwohl ich nicht kiffe. Ich habe das nie vertragen, immer wieder probiert. Aber ich finde auch, für mich gibt es schon auch wichtigere Themen in der Politik oder in der Gesellschaft. Aber es ist ein Thema, das mitunter sehr, es ist wie ein wichtiges Thema, worüber gekämpft oder wo was angesprochen werden muss, definitiv. Okay. Was könnt ihr denn unseren Teilnehmern und unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben für das kommende Jahr? In Bezug auf Hanf? Oder auch ganz im Allgemeinen, natürlich auf Hanf bezogen, wäre schön. Naja, auf jeden Fall, die Ernte steht bald vor der Tür. Also würde ich sagen, hegt und pflegt eure Pflänzchen noch. Ich Aber habe da was. natürlich nicht nur die Pflanzen, die man so einpflanzt, sondern vielleicht auch alle Wünsche, alle Träume, die man so hat. Jetzt nicht nur auf Hanf bezogen, sondern vielleicht auch zum Beispiel, was gerade in der Flüchtlingspolitik los ist, was Gerechtigkeit auf der Welt bedeutet. Vielleicht pflanzen wir ja immer kleine Pflänzchen der Gerechtigkeit, hegen und pflegen die und irgendwann können wir was richtig Schönes ernten. Und 2010 ist noch was für 15. uns. 15. 2015 ist noch was Fang für nochmal uns. 2015 ist noch was für uns sehr genial ist. Wir bringen endlich unser ein neues Album raus. Ganz genau. Es wird heißen im Rauch der Bengalen. Und du hast es ja heute schon live erlebt, im Rauch der Bengalen zu stehen. Auf jeden Fall. Und ja, Mono Nikita, Mann, im Rauch der Bengalen. Das Album kommt. Wir freuen uns drauf. Ja, wir freuen uns auch. Danke, dass ihr da wart. War wirklich super mit euch. Danke. Jo. Im Oktober kommt es raus, am 30. Oktober. Genau, und es sind Features auch mit David Guetta, mit Madonna und nein. Aber so weißt du, das ist auf jeden Fall. Ist ja nur ein Schnittbild. Deswegen. Ich habe mich gerade schon gewundert. Das geht jetzt aber in eine komische Richtung.